Ich zeig dir heute, wie du Heavy Distortion Gitarren so abmischen kannst, dass sie nicht unangenehm spitz klingen, aber trotzdem schön aggressiv bleiben. Und wir starten genau jetzt. Wenn du so Heavy-Gitarren oder High-Gain-Distortion-Gitarren abmischen musst, dann geht der Problembereich, was Frequenzen betrifft, meistens so ab 3000 Hertz bis ganz nach oben hin los, weil diese Gitarren durch den hohen Verzerrungsgrad da gerne spitz klingen oder kreischig oder einfach unangenehm in den Ohren, weil es so Zischellaute sind durch diese High-Gain-Distortion und das kann sehr unangenehm sein und zu einem undefinierten, matschigen Sound führen, vor allem wenn die Gitarren gedoppelt sind, was bei solchen Rocksongs oder Heavy-Songs oft der Fall ist. Wie du solche Gitarren bearbeiten kannst und trotzdem einen definierten Sound rausholen kannst, das zeige ich dir jetzt und wir hören als erstes mal ins Beispiel rein. Schön, oder? Sehr schön. Das klingt schon richtig gut und wir machen uns jetzt mal hier an diese Gitarre. Die Gitarren, die sind gedoppelt, zwei Distortion-Gitarren, eine links, eine rechts. Das wird im Heavy-Bereich sehr gerne gemacht, nicht nur im Heavy-Bereich, aber da sehr, sehr oft. Und jetzt schauen wir uns diese Gitarre mal an. Ich hole die in die Mitte rein, dass wir nicht nur mit einem Ohr mischen müssen. Ja? Ich habe hier noch nichts gemacht und ich nehme jetzt einfach meinen Channel-EQ. Um die Gitarre jetzt zu mischen, gehe ich die Schritte immer ähnlich durch. Als erstes fange ich immer mit einem High-Gain-Filter an, um das Gemumpfe unten rauszuholen. Das ist jetzt nicht unbedingt Heavy-Gitarren-spezifisch, aber auch hier haben die unten oft Frequenzen oder meistens Frequenzen, die man einfach nicht braucht. Hören wir da mal rein jetzt. Wenn du jetzt gute Monitorboxen hast oder gute Kopfhörer, dann konntest du sehr deutlich hören, dass wenn ich jetzt hier diesen High-Pass-Filter zuschalte, dass dann schon einiges, ich mache mal die Kurve hier ein bisschen steiler, dass hier schon einiges an Gemumpfe unten freigeräumt werden kann. Und das brauchen wir nicht mehr, weil wir haben hier unten noch einen Heavy-Bass, wir haben die Double-Bass dann unten, die brauchen hier genug Platz hier unten. Und deswegen hat die Gitarre hier in diesem Bereich keine wichtigen Informationen für mich. Und damit gehen wir auch schon auf die andere Seite. Und das ist der Low-Pass-Filter. Ich versuche jetzt auch bei diesen Gitarren, bei solchen Heavy-Gitarren, immer einen Low-Pass-Filter zu machen. Das muss ich bei normalen Gitarren, sage ich jetzt mal, bei cleanen Gitarren oder Crunch-Gitarren nicht so oft machen. Aber bei diesen Gitarren lohnt es sich immer. Ich zeige dir gleich, warum. Ich hebe jetzt erstmal über so einen Shelving-Filter jetzt diese Höhen hier oben an, den Höhen- und Präsenzbereich, dann wirst du hören, was ich meine. Es war jetzt extrem angehoben, 9 dB, war völlig übertrieben, aber du hörst, was ich meine mit diesem Hiss, dieses Gezischel, dieses extrem aggressive. Und wenn du hier zu viel anhebst und zu viel Information hast, dann klingt das sehr schnell ermüdend für das Ohr und sehr schnell unangenehm. Und deswegen senke ich hier auch immer ab. Hier ist jetzt die Kunst, nicht zu weit runterzufahren oder nicht zu tief abzuschneiden hier unten, sodass wir die Aggressivität praktisch nicht nehmen. Aber dieses Höhengezischel hier, dieses aggressive Höhengezischel, das durch den hohen Verzerrungsgrad auch verursacht wird, dass wir den so ein bisschen wegkriegen. Ja, ich starte mal hier und dann fahre ich langsam rein. Also hier kommt es jetzt auch wieder darauf an, dass du wirklich, wenn du es jetzt am iPhone hörst, mit diesen kleinen Kopfhörern wirst du nichts hören. Aber hier hörst du jetzt, ich habe jetzt hier abgeschnitten bei 12.000 Hertz, dass dieses rauschige Geräusch hier, dass es einfach weg ist. Und das ist wesentlich angenehmer für das Ohr. Und da laufen wir einfach nicht Gefahr damit, dass diese Gitarre hier nachher irgendwie ermüdend klingt. Ich mache jetzt nochmal die Bearbeitungen aus und dann nochmal an. Thank you.
Jetzt klingt die Gitarre wesentlich angenehmer, finde ich schon. Sie klingt schon ein bisschen aufgeräumter, würde ich mal sagen. Und als nächstes kommt bei solchen Gitarren, wo ich mich meistens dann aufhalte mit meiner Arbeit, ist so um die 3000 bis 7000 Hertz. Auch hier gibt es nochmal Frequenzen, die gerade durch diese High Gain Distortion oder durch diesen hohen Verzerrungsgrad wirklich unangenehm werden können. Und wir heben jetzt hier auch leicht an. Bitte nicht übertreiben, da immer mit diesem EQ-Sweeping, dass er hier so anhebt, da wirst du überall schlechte Frequenzen finden. Ich hebe nur so ein bisschen an, vielleicht so um die 3 dB, 3, 4 dB. Und du wirst hören, dass wir, ich kann jetzt schon fast sicher sagen, dass wir irgendwie zwischen 5 und 7 dB werden wir irgendwas Rauschiges oder Pfeifiges hören. Das ist bei diesen Gitarren echt in 90% der Fälle so, zumindest bei denen, die ich mische. Gehen wir hier nochmal rein. Ich habe es ein bisschen stärker angehoben. Hörst du dieses Pfeifige? Es klingt wie ein unangenehmes Pfeifen. Ja? Ich hebe jetzt mal mit Absicht ein bisschen stärker an. Ne? Also ich habe jetzt nicht übertrieben mit der Anhebung, wir sind jetzt bei plus 3 dB bei, wo sind wir? 6500, da haben wir ihn gefunden. Ich habe jetzt nicht brutal übertrieben, sodass es automatisch schlecht klingt, 3 dB sind okay, aber da ist dieses hässliche Pfeifen, das möchte ich nicht haben, das senke ich ab. Hier ist auch der Trick, nicht zu viel absenken, jetzt 5 bis 6 dB, das ist eher so ein bisschen so ein chirurgischer Eingriff. Eher hier und dann müsste es angenehmer sein, wenn wir hier absenken. Ja, das ist so ein bisschen so ein chirurgischer Eingriff. Es kommt jetzt so bei Crunch-Gitarren oder sowas, habe ich sowas jetzt nicht so oft. Aber gerade bei diesen Heavy-Gitarren sieht das ganz oft so aus. Und meistens gibt es dann noch einen Bereich bei um die 3000, 4000, 5000 Hertz ist meistens nochmal so eine Frequenz. Das ist echt witzig. Das ist oft bei solchen Heavy-Distortion-Gitarren so. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber meistens, wenn ich mische, suche ich dann in diesem Bereich. Also wir waren jetzt zwischen 5000 und 7000 Hertz, haben wir jetzt was abgesenkt. Und so zwischen 2000, 3000 und 5000 finden wir jetzt bestimmt nochmal irgendwas, was uns nicht passt. Ich habe jetzt hier auch mal stärker angehoben und hier hörst du jetzt hier war es eher so ein Rauschen, was man hört, hier ist es eher so ein Fiepsen. Ja? Das sind jetzt 8 dB, ist natürlich jetzt wieder übertrieben. Auf einmal ist es weg. Auch wenn ich diesen Frequenzbereich, hier, wo sind wir jetzt? 3750, ne? Auch wenn ich diesen Frequenzbereich jetzt hier nur um 3 dB anhebe und nicht diese krasse Anhebung um 8 dB, wo du sowieso immer irgendwas findest, was dir nicht passt, auch da habe ich so eine Schmerzfrequenz, das ist so ein Fieben, das wirklich sehr unangenehm klingt und jetzt klingt die Gitarre hier wesentlich aufgeräumter. Ich hebe nochmal die beiden Frequenzen an, die unangenehm sind und dann senken wir sie nochmal ab. Machen wir nochmal die aus, jetzt heben wir nochmal die hier an. Nochmal ein bisschen übertreiben. Besser, ne? Die andere jetzt, wo war sie? Hier, hebe ich auch nochmal an. Also über gute Boxen und über gute Kopfhörer solltest du das sehr deutlich jetzt die Verbesserung hier hören. Noch ganz kurz ein Wort zu diesen gedoppelten Gitarren. Ich kenne Audio Engineers, die bei diesen Heavy-Gitarren diese Gitarre hier genau gleich behandeln wie die andere. Also die jetzt einfach die EQ-Bearbeitungen rüber kopieren, wenn diese Gitarre gedoppelt ist und ähnlich klingt. Ich mache sowas nie. Ich würde jetzt bei der anderen Gitarre, ach, die habe ich schon bearbeitet hier, habe ich jetzt nur hier um die 500 was rausgezogen, da hat die ein bisschen mumpfig geklungen. Ich habe auch hier diesen High-Cut gemacht und diesen Low-Cut, aber ansonsten habe ich nichts gemacht, damit die Gitarre nicht zu ähnlich klingt, weil sonst habe ich wieder das Problem, dass ich irgendwann in dem großen Mono lande
Und dann habe ich nicht diesen, dann klingen die Gitarren einfach zu ähnlich, ja. Jetzt lassen wir es nochmal im Gesamtmix einfach laufen. Ich schiebe die wieder an ihren Platz hier auf die andere Seite. Ob wir jetzt zufrieden sind hier mit der Gitarre. Zeigt wieder mal, wie wichtig der Equalizer als dein Werkzeug ist, als dein Hauptwerkzeug. Es gibt einige Frequenzbereiche, die immer wieder oder oft im Mix Probleme machen. Die solltest du unbedingt kennen. Und da habe ich dir ein PDF dazu zusammengestellt. Das habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt. Das solltest du dir runterladen. Wenn du dich für das Abmischen von Gitarren interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, wie du gedoppelte Gitarren optimal abmischst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen netten Kommentar oder über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.